Da sind wir live mit einer Runde The Witcher 3. Liebe Leute, herzlich willkommen an diesem sonnigen Donnerstag. Ich glaube, Donnerstag war heute. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Es gibt viel zu besprechen. Und zwar folgendes. CD Projekt Red hat eine fette, fette Ankündigung rausgehauen. Cyberpunk ist verschoben. Vom 16. April 2019 wurde es verschoben auf den 17. September 2020. Monate später. Ja, 5 Monate. Mathe-Mann sagt, 4 plus 5 sind 9. Wäre sehr nice, wenn du die 100k noch im Stream knacken wirst. Ich denke nicht. Ich denke nicht, dass das passieren wird. Ist ja auch egal. So, am Ende des Tages ist es egal. Bin ich ganz ehrlich. Aber es ist schon irgendwie, es ist was Besonderes. Ich freue mich schon. Das war Geralt mit der schicken Frisur. Mit dem schlechten Gear. Und was müssen wir machen? Ja, besuche Triss in ihrem Haus. Da waren wir stehen geblieben. Echt gut. Wie fandest du das Finale von Witcher? Ich fand es in Ordnung. Es war ja tatsächlich, für die Leute, die es nicht wissen, es war, das Ende von der Witcher-Serie war anders geskriptet, als es in der Serie dann kam. Ja, das wissen, glaube ich, einige von euch gar nicht. Es war nicht groß anders, ja. Aber es war ein bisschen anders, also. Und ich glaube, das wurde dann sogar am Set noch verändert, ja. Ja, ist so. Bei Silvester war bei mir ziemlich einarmig. Also ist das mein neues Silvester. Tatsächlich, ja. Noch 10 Abos. Noch 10. Oh, der Arme. Der ist da eingeklemmt. Hallöchen, Christa. Ich glaube, ich hatte noch... Ich weiß nicht. Vielleicht hatte ich schon mal Streams, wo ich ähnlich buff war, aber heute ist wirklich krass. Ist wirklich heftig. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also. Alter. Sylph sagt, call me Mr. 100.000. Und? Verschenkt 10 Stufe 1 Abos. Vielen, vielen Dank, Alter. Und hat insgesamt 200 Abos verschenkt. 201. Als ob 100.000. Holy shit. Holy shit! Ah, es ist eins weg! Es ist ein Abo weg! Jemand hat deabonniert! Alex, Alter! Herzlichen Dank für deine lieben 10 Euro! Danke dir, Alex! Alex ist auch immer am Start! Danke! Wir hatten gerade die 100.000! Und dann ist das weg! 700! 97 Euro erreicht! Bitte, was ist das für eine Zahl? Was ist das für eine Zahl? Alter! Da würde ich mal Pop fröhlich anmachen, jetzt würde ich sagen. Kann man machen. So. Machen wir das mal. Holy shit, ey. Holy shit. Können wir uns freuen jetzt, oder? Können wir uns freuen tatsächlich. Ja, liebe Leute. Jetzt kann ich mal eine Runde runterkommen. Schon ganz nass geschwitzt. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier den Fragnacht-Kanal abonniert habt. Ich bin gerade ein bisschen durch den Wind. Also ich kann jetzt keine vernünftige Dankesrede halten. 20. Ich würde sagen, tatsächlich die Farmspots, die ich immer zeige, der beste müsste ungefähr hier sein. Burg Montcrain heißt das. Ja. Im Blood and Wine DLC. Vielen Dank für die Unterstützung. Vielleicht bringen die Cyberpunk später raus. Ja, die bringen Cyberpunk tatsächlich später raus. Die Ankündigung kam vorhin vor... Mittlerweile sind es, glaube ich, 3 Stunden auf CD Projekt Red Twitter. Ich weiß nicht, ob die noch woanders kam. Ich habe Twitter da als Quelle genutzt. Und ich bin recht enttäuscht. Freue mich natürlich, dass das Spiel besser wird. Man muss natürlich auch sagen, CD Projekt Red kann es sich nicht leisten, ein schlechtes Spiel rauszubringen. Hilft dem Mann, die Leichen zu verbrennen. Ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass wir tatsächlich heute noch die 100.000 Abonnentinnen und Abonnenten, wie es jeder Politiker sagen würde, erreichen würden. Das ist heftig. Einfach danke für alle. Geralt Karte gibt's vom Schuster in Blood and Wine, oder? So, jetzt können wir langsam zur Normalität zurückkehren, oder? Ich bin wegen des Auftrags Ehrenbruders. Hashtag Ehrendöner. Glückwunsch zu den 100k. Danke dir, bei GK. Schickst du mir den Play-Button? Ich habe noch keinen. Da krass, ich habe tatsächlich auch noch keinen. Ich glaube, den würde ich dann behalten. Ja.
Ich glaube, ja, ja, da muss ich dann egoistisch sein. Da freue ich mich schon ziemlich drauf. Es ist einfach viel durchdachteres Spiel als, also es wirkt liebevoller, die Immersion ist besser. AC ist fabelhaft, versteht mich nicht falsch, aber The Witcher ist halt, es ist halt einfach ein Meilenstein. Und AC probiert auch eher so ein bisschen Witcher hinterher zu eifern. Aber das Problem ist, wenn man jemandem hinterher eifert, wird man den niemals übertrumpfen können. Saturn hat eine andere Ausrichtung. Das stimmt. Die haben ja, ich weiß nicht, ob es jeder von euch weiß, so, aber Saturn und Mediamarkt sind ein Konzern quasi. Das heißt eigentlich, ist es Etikettenschwindel, dass es hier zwei große Technikketten gäbe? Es ist eine. Sie heißen anders, sie haben anderes Marketing, andere Zielgruppen, aber am Ende des Tages ist es dann doch dasselbe. Und es ist spannend, dass sie sich halt auch wirklich auch marketingtechnisch so krass unterscheiden. Oh, die Trauerschnepfe! Ich dachte, heute ist Party! 100k! Nicht traurig sein! Also ich kenne kein anderes Spiel außer The Witcher 3, welches eine so liebevoll gestaltete Story hat, sagt der Julian. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hier irgendwo in der Nähe muss der Friseur sein. Ich weiß nicht genau, wo... Da, glaube ich, oder? Schauen wir mal. Wir haben ja Zeit. 3, 4, 5, 2, 3, 4... Uiuiui. Deine Facecam ist davor ja nur so ein bisschen, ne? Also grundsätzlich kannst du es ja noch lesen. Alter, ganz viele Einsen. Und jetzt neuer Bart. Neuer Bart, neue Abstimmung. Ja, ist ja eindeutig, ne? Ist ja eindeutig. Die zwei. Jetzt sind wir unseren Pornobalken los, tatsächlich. Dieses Lied ist einfach nice. Das heißt Cloak and Dagger. Das wäre unser neuer Geralt von Riva. Hexer. Also ich weiß auch nicht, wer letztens auf die Idee kam, man müsse aussehen wie ein Geralt mit Fokuhila. So sehen wir jetzt aus von hinten. So von vorne. Ist doch angenehm, oder? Leck ist sein zweiter Vorname. Zack. Boom. Klatsch. Rams. Zack. Easy. Oh, Dolores. Und da ist was versteckt. Untersuchen. Die klassische Truhe in der Wand. Aufschließen. 40 EP. Hat sich doch schon mal gelohnt. Gwint zocken. Ich hätte schon Lust auf eine Runde Gwint, oder? Aber ich gehe mir einmal ein neues Getränk holen. Und dann sehen wir uns gleich nach der Pause. So. Schön, dass ihr noch da seid. Es sind ja noch Leute da. Falscher Weg. Ezio! Ezio. Fragen, dann weißt du, ob Days Gone auf der Slim inzwischen sauber läuft? Nee. Das Ding ist, so Days Gone, wer es nicht kennt, ist ein PlayStation-Spiel, ein Zombie-Spiel, macht echt viel Spaß. Aber auf der PlayStation Slim lief das nicht vernünftig. Obwohl es ein PlayStation-Exklusivtitel war, war es eigentlich nur auf der PS4 Pro vernünftig spielbar. Also das war schon echt krass. Muss auch Phil aber den Stream sehen. Starke Karten habe ich einfach nicht. Mach mal Grüße von Sparta. Nee, ich habe das schon tot gehört tatsächlich. Okay, klirrende Kälte. Kann mir egal sein. So. Was? Es war even out. Es war 22 zu 22. Direkt von der Druckerplatte die 10er. Eins. Ich misch mich nicht ein. Zwei. Ich lasse euch keine Schreine mehr verwüsten. Metzel, Schnetzel. Metzeln wir die ab dafür, dass sie die Schreine umkippen? Oder mischen wir uns nicht ein? Ich sag mal so, ne, wer eine Holzstatue umschmeißt, der sollte wahrscheinlich abgemetzelt werden, oder? Seid ihr schon knallhart? Ich sehe es. Da haben wir schon mal Drecks. Sechs Zweien und eine Eins. Und zweimal die Woche Witcher. Vielleicht auch dreimal. Je nachdem, was ich auch so an privaten Terminen habe und Verpflichtungen und so weiter. Genau. Oh oh, einmal eine Überdosis. Aber wir können das schaffen. Wir können! Blackout! Herzlichen Dank für deinen Twitch Prime und Shakti. Liebe Metal-Leute. So, nice. 50 Flocken. Ich glaube, einen Wegpunkt haben wir jetzt hier noch nicht bekommen. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen. Der Adlige auf der Bank. Ah, der sieht schon sehr adlig aus, der nilfgaardische Adlige. Gewinnt. Spiel gegen mich.
verdient, mein bester Sachse. Ich freue mich wirklich. Also 100.000, das ist so ein Meilenstein, muss ich sagen. Da freue ich mich richtig. So irgendwann war es nicht mehr so, dass man da irgendwie drauf geachtet hätte oder so. Aber jetzt doch. Das ist schon was Cooles. Vor allem, weil es natürlich diesen YouTube-Play-Button dann eines Tages gibt. Oh, scheiße, Mann. Der knallt einem hier... Alter, die Karten. Der hat Karten, ey. Wenn er jetzt irgendwie hier den Spion mal verbrennen würde, dann könnte ich mir den holen. Oh Gott. Aber wir haben noch einmal schön Wetter und können dann mit dem Regen finishen. 6 Schaden. Einfach pure Damage. Mal gucken. Ja. Also... Er hat noch 4 Karten und er hat generell sehr starke Karten. Oh Gott. Er hat natürlich eine zweite klirrende Kälte. Was auch sonst. Und 10. Natürlich hat er 10. What? Wir haben gewonnen! So, easy kill. Neckermann macht's möglich. Mir geht's gut, aber etwas krank. Oh, das ist schade. Gute Besserung. So, übrigens, vielen Dank für die 100.073 Abonnements auf YouTube. Ich komme nicht drauf klar. Spielst du Witcher mit oder ohne Mods? Mit Mods. Okay. Ich werde sehen, was ich tun kann. So, die Wahrheit steht im Döner. Das kannst du jetzt nicht tun. Jetzt bin ich gespannt. Hast du schon Hearts of Stone gespielt? Ja, klar. Du kriegst so auf die Fresse. Denke ich auch. Ja. Er hat halt... Wir haben den 1er-Pimmel. Weg damit. Oh, gut, klirrende Kälte. Ihr habt gesagt, der geht auf Nahkampf. Haben wir 2-mal, alles klar. Haben wir einen Spion? Haben wir natürlich nicht. Wir haben keinen, nicht mal einen Spion. Aber wir haben keine Belagerungseinheiten. Das ist halt echt scheiße. So, wir könnten mit ihr die Balliste wiederholen. Ist aber auch nicht mein Traum. Also zumindest haben wir nochmal einen Permafrostboden. Er hat halt einfach den schon. Klar kriegen wir nur einen 6er Ranger und keine Belagerungseinheit. Puh. Puh. Das war ein spannendes Match. Danke euch, Leute. Also, ich glaube, ohne euch hätte ich das nicht durchzocken können hier. Vielleicht eine Partie gewinnt. Zocken alle gewinnt, ne? Ich meine, klar, was willst du auch sonst machen da, ne? Außer Monster jagen oder vom... Du würdest ausspielen. Man weiß halt nicht, was passiert so. Hätte sehr sinnvoll sein können, auf jeden Fall. 6er. 6er im Lotto. Das wäre was, oder? Oh, jetzt wird's krass. Da hat er locker den gebufften. Als Surprise MF. Und ich ärgere mich gleich, dass ich mir den nicht wiedergeholt habe. Gutes Wetter. Okay, sieht sehr schlecht für ihn aus. Schöne Witcher-Musik, ne? The Winds of Spring. Also zwischendurch ist tatsächlich auch echte Witcher-Musik. Witcher-Musik drin. Ja, war mega krasser Stream. Hat mega Spaß gemacht. Und was ganz Besonderes. Vielen, vielen Dank dafür nochmal. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank nochmal an alle, die mich unterstützen, die hier reinschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns vielleicht beim Cygroam-Chat. Vielleicht auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Dönermann13. Und ja, jetzt bin ich raus.